Hacking-Team, eine Firma, die Überwachungstechnik herstellt und zum Beispiel an Regierung oder Geheimdienste verkauft, die damit ihre Bürger, Dissidenten oder sich gegenseitig überwachen, wird selbst gehackt, Kundendaten gestohlen und im Netz offengelegt. Täter bisher unbekannt. Das klingt nach Hollywood oder moderner Legende, ist aber tatsächlich passiert. Neben der Kundenliste, auf der sich unter anderem Länder wie Südkorea, Sudan oder Ägypten befinden sollen, wurden außerdem vermeintlich peinliche Privatbrowserverläufe und Passwörter von Mitarbeitern der italienischen Firma veröffentlicht. Die andere durchleuchteten, werden nun praktisch selbst öffentlich transparent gemacht. Voll die Robin Hood-Aktion. Weiterhin wurden E-Mail-Korrespondenzen, interne Dokumente und sogar Quellcodes für Spähprogramme geleakt, sodass nun einige davon unbrauchbar sind. Den durchgesickerten Dokumenten zufolge zahlten auch die USA mehr als $770.000 für eine Software namens RCS, die sich zur Totalausspähung nahezu jeden Systems nutzen lässt und auch schon im Februar 2014 nachweislich gegen Journalisten in den USA eingesetzt wurde. Sogar ein deutsches Telekommunikationsüberwachungsunternehmen und deutsche Berater sollen auf der Kundenliste stehen. Was haltet ihr davon? Gerechte Strafe für die Firma oder hochkriminelles Problem? Vergessen darf man ja auch nicht, dass bei lahmliegender Überwachungssoftware auch die Kriminellen freie Bahn haben, wie Drogen- oder Menschenhändler. Also eure Meinung dazu ab in die Kommentare. Im vergangenen Jahr kamen 7.500 minderjährige Flüchtlinge ohne Angehörige nach Deutschland. Bundesweit wurden Ende Mai nach Angaben des Familienministeriums 22.092 minderjährige Flüchtlinge betreut. Die Jugendämter in Städten, in denen viele minderjährige Flüchtlinge ankommen, wie München oder Berlin, sind so überlastet, dass eine vernünftige Versorgung kaum möglich ist. Ein Gesetzesentwurf der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig sieht nun vor, diese künftig auf alle Jugendämter in Deutschland zu verteilen. Bisher wurden nur volljährige Asylbewerber nach einem Quotenschlüssel auf die Kommunen oder Länder umverteilt. Kritik gibt es hier, unter anderem vom Deutschen Roten Kreuz. Die umgeleiteten Minderjährigen bräuchten oft eine besondere Betreuung. Mehr als zwei Drittel von ihnen seien traumatisiert. Viele kommunale Jugendämter wären damit überfordert. Die Errichtung zusätzlicher Kompetenzzentren in verschiedenen Orten wäre hier besser. Unsere Newsnummer ist die 16, denn Deutschland ist Platz 16 der sichersten Länder weltweit. Unter den Top 20 sind 15 europäische Staaten, was Europa zur friedlichsten Region der Welt macht. Yeah, one! Moment, aber wie misst man bitte Frieden? Der Global Peace Index definiert Frieden über die Säulen des Friedens. Das sind zum Beispiel eine gut funktionierende Regierung, niedrige Korruptionsraten und eine geschäftsfördernde Umgebung. Terror- und Mordraten drücken die Statistik, wie auch zum Beispiel Waffenexporte und Militärausgaben in Deutschland. Island gilt laut Index als friedlichstes Land der Erde. Syrien durch Bürgerkrieg und IS-Bedrohung als unsicherstes. Besonders auffällig an dem Report von 2014? Die Kluft zwischen den extrem sicheren und extrem gefährlichen Regionen der Welt wird immer größer. Das ist sad, man. Genug Hirnfraß für heute. Wir sehen uns im September nach der Sommerpause wieder und hier findet ihr bis dahin noch zwei richtig coole Videos von mir. Zombie Boys wieder friedlich, Prädikat, Brain Fat.